Hallo liebe seelüsternden Hortigruten-Fans, ich bin Ralf Westphal, Expeditionsleiter bei Hortigruten und freue mich ganz doll auf 20 Minuten unserer gemeinsamen Zeit zum abenteuerlichen Unterwegssein in Norwegen. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin ein echtes Küstenkind aus Schleswig-Holstein. Norwegen ist meine zweite Wahlheimat und mit meinen schon 17 Berufsjahren bin ich ein langgedientes Mitglied des Expeditionsteams bei Hortigruten. Das stete draußen sein in norwegischer Natur ist mein täglicher Arbeitsplatz und das bei jedem Wind und Wetter. Bei solch einer Prägung kann ein Webinar auch nur draußen in freier Natur stattfinden. Herzlich willkommen dazu. In diesem Webinar erfahren Sie mehr über die Geschichte von Hortigruten in Norwegen, Naturphänomene wie das Nordlicht, Reisen entlang der atemberaubenden Küste, die verschiedenen Jahreszeiten in Norwegen, Hortigruten erleben, Schiffe, Forschung und Verantwortung. Somit scheint es nur natürlich, dort zurückzugehen, wo alles begann, im Jahre 1893. Nur um Ihnen einen kurzen Überblick über die Geografie Norwegens zu geben. Es ist ein extrem langes und schmales Land. Das Landesinnere besteht hauptsächlich aus Bergen, Wäldern und von Gletschern ausgefochten Tälern. Es ist auch das Land mit der zweitlängsten Küstenlinie der Welt. Und das bedeutet, dass der Seeweg die schnellste Art des Transports von Gütern und Personen war. Aber auch das Fahren mit einem Schiff entlang der norwegischen Küste war nicht einfach. Nur ein Spaziergang, denn die Schären, Fjorde, Inseln und kleinen Inselchen sind überall verstreut. Mit einem Seeweg, der von gefährlichen Riffen und schmalen Buchten gesäumt war, war es der unerlässlich, eine sichere Handelsroute zwischen dem Süden und dem Norden Norwegens einzurichten. Und um es noch furchterregender zu machen, die Seekarten zu dieser Zeit waren unzuverlässig und es gab nur ca. 28 Leuchttürme in Nordland und Troms, was einen sehr anspruchsvollen Küstenabschnitt darstellte und das Navigieren in der Nacht sehr riskant machte. Dennoch hatten die Norweger bereits einige Erfahrungen auf See. Einer der Hauptgründe, warum sich die Menschen vor mehr als 11.000 Jahren in dieser kargen Landschaft niederließen, waren die reichen Fischgründe entlang der Küste. Der weltweit größte Kabeljaubestand befindet sich in norwegischen Gewässern und dieser enorme Fischbestand ist seit Jahrtausenden die Existenzgrundlage für die Menschen entlang der Küste. Nicht nur als Nahrungsmittel, sondern auch als Handelsware. Das Tolle am Kabeljau ist, dass er getrocknet und konserviert werden kann, ohne seinen Geschmack zu verlieren. Das macht ihn perfekt für den Export und die Verschiffung über weite Entfernungen. Schon zu Wikingerzeiten, als diese Konservierungstechniken bereits etabliert und tief in der norwegischen Kultur verwurzelt waren, wurde der getrocknete Kabeljau in die berühmten Langschiffe der Wikinger verladen. Er ernährte die Seeleute und ermöglichte es ihnen, so weit zu reisen, wie sie es taten. Und bald wurde er Norwegens erstes und wichtigstes Exportprodukt. Und auch wenn Norwegen in den 1960er Jahren auf Öl stieß, ist Kabeljau und Fisch heute noch einer der größten Exportgüter Norwegens. Aber das war nur ein kleiner Abstecher in die urige Vorzeit Norwegens, zurück an die norwegische Küste Ende des 19. Jahrhunderts. Die norwegische Regierung wollte eigentlich eine Seeverbindung zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil Norwegens herstellen. Also forderte sie Reedereien auf, Angebote für den Betrieb einer Expressverbindung zwischen Trondheim und Tromsø bzw. Hammerfest je nach Jahreszeit abzugeben. Der Eigentümer einer neu gegründeten Reederei zeigte trotz der Gefahren Interesse an der Strecke. Dieser Mann war der norwegische Kapitän und Reeder Richard Witt. Also nahmen Kapitän Witt und sein Freund, der Lotse Anders Holte, die Herausforderung an, die Meere entlang der Küstenlinie gründlich zu kartieren. Dann, 1893, wurde Richard Witts Dampfschiff DS Westerollen entlang der norwegischen Küste in den regulären Dienst gestellt und es wurde eine regelmäßige Seeverbindung geschaffen. Die erste Route führte von Trondheim nach Hammerfest und die dazwischenliegenden Häfen waren Rørvik, Brønnøy, Sandnessjøen, Bodø, Svolvær, Lødingen, Harstad, Tromsø und Skjervøy. Wahre Hortigruten-Fans werden sehen, dass die meisten dieser Anlauforte sind, die wir auch heute noch anlaufen. Im Jahr 1893 bot der Dienst mehrere wöchentliche Abfahrten, zunächst von Trondheim nach Hammerfest und später von Bergen nach Kirkenes in nur 7 Tagen. Diese sehr wichtige Verbindung zwischen dem Norden und dem Süden Norwegens erhielt den Namen Hortigruten, die schnelle Route.
Der neue implementierte Hortikruten-Fahrplan entlang ehemals abgeschnittener Küstengemeinden war der Beginn einer neuen Ära. Die Post von Mittelnorwegen nach Hammerfest zum Beispiel, die früher im Sommer 3 Wochen und im Winter 5 Monate dauerte, konnte nun in 7 Tagen zugestellt werden. Unsere Schiffe wurden im Grunde zu einem wichtigen Teil der Infrastruktur in Norwegen, vor allem in den Teilen Norwegens, in denen es keine Züge, Busse und wenige Straßen gab. Auch heute noch, wenn Gemeinden aufgrund von Schnee- oder Schlammlawinen oder gesperrten Straßen abgeschnitten sind, ist die Hortigruten das einzige Transportmittel, das Waren und Lebensmittel zu den Geschäften in diesen Gebieten liefert. Hortigruten begann als ein Dienst zur Beförderung von Waren und Personen. Und damals waren unsere Schiffe für viele Menschen die einzige Möglichkeit, Freunde und Verwandte an anderen Orten zu besuchen, in einer größeren Stadt zum Arzt oder Zahnarzt zu gehen, einzukaufen oder an Beerdigungen oder Hochzeiten teilzunehmen. Wie ich bereits sagte, ist die norwegische Küste lang. Außerdem ist sie mit einer der vielfältigsten und schönsten Naturlandschaften der Welt gesegnet. Fjorde, Berge, Wasserfälle, Gletscher, Wälder, eine reiche Flora und Fauna, arktische Wildnis und vieles mehr. Auch wenn Hortigruten als Transportdienst begann, strömten die Touristen auf unsere Schiffe, um all dies zu erleben. Das erste Hortigruten-Schiff, DS Westerholen, war ein Dampfschiff mit 40 Kabinen. 25 davon waren Kabinen der ersten Klasse und dann 15 in der zweiten Klasse. Schon 1925 wurde das erste Schiff mit fließendem Wasser in den Kabinen zu unserer Flotte hinzugefügt. Es wurde nach der damaligen norwegischen Königin DS Dronning Maud benannt. Sie war das erste Schiff, das speziell für die Hortigruten gebaut wurde. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass es seitdem eine ziemliche Entwicklung gegeben hat, denn heute mangelt es unseren Schiffen wirklich an nichts, wenn es um Komfort geht. Die herrliche Natur war so eines der Dinge, die die Touristen sehen wollten. Aber Norwegen ist auch mit einigen ziemlich coolen Naturphänomenen gesegnet. Die meisten dieser Phänomene ereigneten sich oberhalb des Polarkreises. Hier können Sie im Sommer die Mitternachtssonne erleben, das heißt 24 Stunden Tageslicht von Mai bis Juli, je nachdem natürlich wie weit nördlich Sie sich befinden. Die Nordlichter im Winter treten am häufigsten zwischen September und März auf. Eine wirklich bezaubernde Erfahrung. Das magische Nordlicht über den Himmel flackern zu sehen, ist eine Sache. Aber auch die Wissenschaft dahinter ist super interessant. Die Nordlichter haben ihren Ursprung in unserer Sonne. Und mit anderen Worten, die Sonne produziert ständig eine Menge Energie, wobei Eruptionen auf ihrer Oberfläche Sonnenwinde verursachen, die aus elektrisch geladenen Teilen mit hoher Geschwindigkeit bestehen. Wenn diese Teilchen mit der Erdatmosphäre kollidieren, senden sie Licht in verschiedenen Farben aus und das wird hier auf der Erde als Nordlicht gesehen. Und in Nordnorwegen haben wir im Winter Polarnächte. Das bedeutet, dass die Sonne für lange Zeit nicht über den Horizont steigt. Im Grunde ist es hier monatelang ziemlich dunkel und je weiter nördlich man sich befindet, desto länger dauert diese Dunkelheit an. Das sind perfekte Bedingungen, um das Nordlicht zu sehen, zumal wir 7 von 12 Tagen nördlich des Polarkreises mit unseren Schiffen unterwegs sind. Außerdem fahren unsere Schiffe weg von störender Lichtverschmutzung aus den nahen Küstenstädten. Ich würde also sagen, dass das Reisen mit uns die beste Möglichkeit bietet, die legendären Polarlichter zu erleben. Viele Leute mögen denken, dass das Nordlicht zu sehen ganz oben auf der Wunschliste norwegischer Hauptattraktionen steht. Und ich stimme zu, es raubt einem wirklich den Atem. Aber was mir am besten gefällt, einer Götterdämmerung gleich, ist das mystische Dämmerlicht der Polarnacht. Obwohl die Sonne im Winter für eine ganze Weile unter dem Horizont steht, schafft sie es trotzdem, ein ganz faszinierendes Licht auszustrahlen. Selbst wenn die Sonne nicht scheint, krümmt die Atmosphäre die Sonnenstrahlen und das erzeugt ein wunderschönes Licht in Blau, Violett, Gelb über dem Horizont. Das entgegengesetzte Phänomen wird als Polartag oder Mitternachtssonne bezeichnet. Das geschieht aufgrund der Rotation der Erde. Da die geografische Position Norwegens so weit im Norden liegt und die Erde zur Sonne geneigt ist, geht die Sonne einige Monate lang nicht unter den Horizont. Und wenn Sie Norwegen just während der Sommermonate besuchen, werden Sie plötzlich viel Zeit haben, Norwegen bei Tageslicht zu erleben und zu entdecken. Zumindest für mich hat all dieses Tagelicht einen tollen Nebeneffekt. Ich werde nie müde und muss mich zwingend ins Bett zu gehen.
Norwegen ist auch dafür berühmt, das Land der Fjorde zu sein. Und die sind ziemlich atemberaubend, das muss ich sagen. Es gibt natürlich Fjorde in anderen Teilen der Welt, aber die sind meist sehr abgelegen. Außerdem sind sie meist unbewohnt. In norwegischen Fjorden leben Menschen, zwar nicht viele, aber wenn sie im Sommer in die Fjorde fahren, werden sie üppige und grüne Hänge sehen, an denen kleine Bauernhöfe und Schafe weiden. In Norwegen haben wir insgesamt 40 Eiszeiten von unterschiedlicher Dauer erlebt. Während jeder dieser Eiszeiten hat die Erosionskraft von Eis, Schmelzwasser und Sedimenten den felsigen Untergrund abgetragen. Das Ergebnis jeder Eiszeit waren zunehmend immer tiefere Täler. Mit dem Zahn der Zeit haben also Gletscher, Wasser und Sedimente diese erhabenen, U-förmigen Täler weiter ausgehöhlt, in die das Meer schließlich zu fließen begann. Und da haben sie es, im Schnelldurchgang. So sind im Grunde genommen die majestätischen norwegischen Fjorde entstanden. Von hohen Berggipfeln umgeben, sind norwegische Fjorde relativ schmal und haben tiefe, meandrierende Einschnitte und Verästelungen. Wenn Sie also in solch eine Naturkathedrale hineinfahren, sind Sie von erhabenen Steilwänden umgeben, die schon fast furchterregend ins Wasser herunterstürzen. Das verschlug selbst die Sprache des norwegischen Nationaldichters Bjørnstjerne Bjørnson. Für ihn waren die Felsformationen, die er in den Fjorden erleben durfte, so rau und zerklüftet, dass kein Bild in seiner Seele, weder aus dem Kreis der Mythologie oder des Dramas, vermag, die versteinerten Bewegungen auszudrücken. Sprachlos. Viele der Fjorde erhalten das Schmelzwasser von den Gletschern. Und in diesen Fjorden werden Sie sehen, dass das Meer eine unverwechselbare smaragdgrüne Farbe hat. Der größte Gletscher auf dem europäischen Festland ist der Jostedalsbreen-Gletscher und das Schmelzwasser fließt direkt in den Sognefjord, den größten Fjord Norwegens. Andere Fjorde erhalten Schmelzwasser von den schneebedeckten Gipfeln, die sie umgeben, und dadurch entstehen atemberaubende Wasserfälle. Auf unserer 12-tägigen klassischen Rundreise passieren wir und dabei teilweise in unmittelbarer Nähe fast 100 Fjorde. Wir setzen auch Kurs direkt hinein in die geballten Fjordströme, wie zum Beispiel den Geiranger Fjord, den Gjørundfjord, den Lyngenfjord, den Trollfjord, den Hjeltefjord und den Trondheimsfjord. Und mit unseren Explorerschiffen sogar auch den Lysefjord und Sognefjord, um nur einige zu nennen. Damit nicht genug. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Fjorde mit uns zu erkundigen. Sie können Kajak fahren, ein Rig-Abenteuer in einem sicheren und festen Schlauchboot erleben, in den Bergen wandern gehen oder die Kultur und Geschichte hautnah erleben. Die vier Jahreszeiten in Norwegen sind sehr unterschiedlich und jede hat ihren eigenen einzigartigen Charakter. Von November bis März ist Norwegen definitiv ein Winterwunderland. Der größte Teil der Landschaft ist mit reinem und weißem Schnee bedeckt und dies ist die Nordlichtsaison. Nur zur Warnung, entlang der norwegischen Küste kann es kalt werden, aber wenn Sie Winteraktivitäten lieben und sich richtig kleiden, ist Norwegen unverfälscht ein schönes und zugleich erfrischendes Abenteuer. Im langen Winter schläft das Land unter seiner Schneedecke, dann kommt ein später und manchmal widerwilliger Frühling. Die Sage der verhaltenen Naturkräfte, die sich, so sagen einige, widerspiegeln soll in der Seele der Norweger. Die Wasserfälle brechen plötzlich hervor, die Lawinenabgänge schwinden und die Knospen und Blätter der Berge sprießen wieder. Der Frühling bricht heran und mit ihm längere Tage mit einer wimmelnden Vogelwelt. Sonne und Wärme. Nun, Wärme ist vielleicht etwas übertrieben, besonders im Norden. Was aber an der norwegischen Küste im Frühling Spaß macht, ist, dass man in T-Shirt und Sonnenbrille an Deck sitzen kann, wenn man die alte Hansestadt Bergen verlässt. Und 6 Tage später kann man in Kirkenes Hundeschlitten fahren, bei knackigem Winterwetter, wenn man über Kontraste spricht. Dann haben Sie den norwegischen Sommer. Wirklich, wie leben wir unseren nordischen Sommer? Selbst unterhalb des Polarkreises haben Sie bis zu 18 Stunden Tageslicht. Die Natur ist üppig und grün und Sie werden sehen, wie die Norweger unterwegs sind. Die Norweger sind geradezu besessen davon, draußen in der Natur zu sein. Und wir nennen es Friluftsliv. Direkt übersetzt bedeutet es Freiluftleben
Und es geht darum, das Draußensein zu kultivieren. Der Begriff ist eng mit dem Jedermannsrecht verbunden. Das ist ein uraltes nordisches Gewohnheitsrecht, welchen allen Menschen grundlegende Rechte bei der Nutzung des Wildnis- und privaten Landeigentums zusteht. Das aber nur so lange, wie man Respekt vor der umgebenden Natur, der Tierwelt und den Einheimischen zeigt. Und dann haben wir den Herbst, die Jahreszeit der Farben. Das norwegische Wort für Herbst ist Höst und das bedeutet Ernte. Das Angebot an Beeren und Pilzen in Norwegen ist eines der größten in Europa und mit etwas Glück finden Sie vielleicht gelb-goldene Teppiche aus Pfifferlingen oder Moltebeeren. Und die Kälte, fragen Sie sich, die Temperatur sinkt während des Septembermonats langsam ab, aber Sie werden immer noch Menschen sehen, die im Freien wandern, auch wenn das Sommerklima sich langsam verabschiedet hat. Manche sagen, dass sie wirklich nicht ganz Norwegen gesehen haben, bis sie jede seiner Jahreszeiten erlebt haben. Die Aktivitäten an Bord, die Speisekarten der Restaurants und die Landausflüge ändern sich je nach Jahreszeit und den Küstenabschnitten, in denen wir fahren. Man kann sagen, dass jede Jahreszeit neue Möglichkeiten bieten, unsere Seereisen sozusagen in einem ganz anderen Licht zu erleben. Nun werde ich über Forschung und Verantwortung sprechen. Da Hortigruten seit mehr als 125 Jahren ein integraler Teil der norwegischen Küste ist, haben wir auch hier und in anderen polaren Gewässern Forschungsarbeiten tatkräftig unterstützt oder zum Teil selbst durchgeführt. Diese Forschung reicht von der Erfassung von Migrationsmustern der Eisbären auf Spitzbergen und der Erfassung der Meerwassertemperatur entlang der norwegischen Küste, sowohl der Antarktisforschung, aber auch bis zur Ölüberwachung und Maßnahmen Wiederbeseitigung von Müll und Abfall durch Besatzung und Gäste an unseren besuchten Destinationen. Nicht jeder weiß das, aber Svalbard ist eigentlich ein Teil von Norwegen. Und hier beteiligen wir uns am Projekt des norwegischen Polarinstituts zur Registrierung von Meeressäugern in der Arktis, der sogenannten Datenbank für Meeressäugersichtungen. Die Daten verbessern unser allgemeines Verständnis der Habitatnutzung und der saisonalen Bewegungsmuster der Meeressäuger. Schon seit 1935 sind mehrere unserer Schiffe mit Messgeräten zur Ermittlung der Meerwassertemperatur ausgestattet. Mit der Erfassung von 22 Messpunkten entlang der Küste stellen wir für das norwegische Institut für Meeresforschung ein kontinuierliches Monitoring über Schwankungen der Meerestemperatur sicher. Tatsächlich stellen die Daten von Hortigruten eine der längsten klimatischen Zeitreihen der Welt dar. Die Daten werden zur Überwachung und Bewertung der Umweltbedingungen entlang der norwegischen Küste verwendet. Und zusammen mit Ocean Visuals tragen wir zur kontinuierlichen Echtzeitölüberwachung entlang der Küste bei. Mit dem Hyperspektrallaser, der an Bord der MS Midnight Sewell installiert ist, können wir selbst kleinste Ölverschmutzung während der Fahrt oder beim Anlaufen von Häfen erkennen. Hortigruten arbeitet auch mit einer Vielzahl von wissenschaftlichen Netzwerken auf nationaler sowohl internationaler Ebene zusammen und liefert dabei wichtige Informationen und Erkenntnisse über die Arktis und Antarktis. Im Jahr 2018 haben wir einen mutigen Schritt gewagt und ein vollständiges Verbot von Einwegkunststoffen in allen unseren Schiffen eingeführt. Dabei gelang es uns, innerhalb von 5 Monaten alle unnötigen Einwegkunststoffe zu entfernen. Der Schlüssel zur Verwirklichung dieses Ziels war die Bereitschaft, Unterstützung und Kreativität unserer Lieferanten sowie das überwältigende Engagement unserer Mitarbeiter. Wir ersetzten Kunststoffprodukte in unserer gesamten Flotte, auf allen Decks und in allen Abteilungen. Dazu gehört die Verwendung von Glas anstelle von Plastikbechern in den Gästekabinen, der Austausch des gesamten Plastikbestecks durch Metallbesteck, das Ersetzen von Plastikhalmen durch Papierhalme und die Reduzierung der Verpackung für Kleidung und andere Waren und Güter, die unseren Schiffen geliefert werden. Wir werden weiterhin mit diesbezüglich kooperierenden Lieferanten zusammenarbeiten, um unser Ziel zu erreichen. Und dies ist ganz einfach: an Bord kein Einwegplastik zu verwenden, alle Arten von Abfall zu reduzieren und eine höhere Recyclingquote zu gewährleisten. Eine Hauptquelle der Meeresverschmutzung ist Mikrokunststoff. Im Rahmen unseres Engagements für die Reduzierung von Kunststoffabfällen haben wir den Anwendungsbereich von Einwegkunststoffen sogar noch ausgeweitet und andere Bereiche identifiziert, in denen wir im Kampf gegen die Verschmutzung durch Kunststoffe eine proaktive Haltung einnehmen können.
In Anerkennung der dokumentierten Auswirkungen von Mikrokunststoffen haben wir 2018 den Verkauf von Fließkleidung in unseren Geschäften eingestellt. Darüber hinaus haben wir damit begonnen, Waschnetze für die Wäsche zu verwenden und die Auswirkungen von Mikrokunststoffen und Mikrofasern auf die Umwelt zu verringern. Diese Waschnetze sind auch käuflich erwerblich für unsere Gäste auf einigen unserer Schiffe. Wir haben auch eine Menge anderer Dinge getan, um einen kleinen Fußabdruck zu hinterlassen. Wir haben 2 Expeditionsschiffe mit Hybridantrieb gebaut und in mehreren unserer Häfen nutzen wir Landstrom. Im Jahr 2018 wurden wir Mitglied von MatVet, einer norwegischen Branchenorganisation für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Mit dem Ziel, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, nämlich die Verringerung der Lebensmittelabfälle bis 2030 um 50% zu verringern. In den letzten 10 Jahren hat Hortigut mehr als 30 Maßnahmen zur Stickstoffoxidreduzierung innerhalb unserer Flotte umgesetzt. Zum Beispiel durch die Wiederverwendung von Wärmeenergie aus dem Kühlwasser und den Abgasen der Motoren zur Erwärmung der Heißwassertanks an Bord. Der jährliche Gesamtnutzen der Maßnahmen für die Umwelt besteht in einer Verringerung der Emissionen um etwa 680 Tonnen Stickstoffoxide und 19.000 Tonnen CO2. Das ist ziemlich beeindruckend. Also, um alles kurz zusammenzufassen. Hortigruten begann als ein Transportdienst entlang der norwegischen Küste. Irgendwann strömten die Touristen zu den Schiffen und wir begannen unser, nun ja, Produkt zu entwickeln. Nur um Ihnen ein Bild zu geben. 1952 beförderte Hortigruten jährlich 500.000 Passagiere. Allein im Jahr 2017, für ganz Norwegen gerechnet, schlug Hortigruten 14% aller kommerziellen Gästeübernachtungen bei sich zu Buche. Das heißt, 1.207.627 Kreuzfahrtnächte allein entlang der norwegischen Küste. Von ursprünglich Schiffen, die nur wenige Kabinen und keinerlei Ausflugsmöglichkeiten hatten, bieten unsere Schiffe heute mehrere Restaurants an Bord, Whirlpools, Fitnessstudios und Saunen. Wir verfügen über Panorama-Lounges und Expeditionsdecks, sodass man Aussichten in die norwegische Küstenlandschaft auf eine ganz neue Art bewundern kann. Jedes Schiff hat eine Besatzung, die aus Köchen, Servicepersonal, Restaurant- und Hotelmanagern sowie der technischen Crew besteht. Die meisten Menschen, die sich an Bord treffen werden, sind Norweger und viele von ihnen sind an der Küste aufgewachsen. Wenn Sie sich also mit ihnen unterhalten, zeigen Sie ihnen vielleicht, in welcher Bucht, welcher Insel Sie Ihre eigenen prägenden Kindheitserfahrungen hatten und sogar vielleicht, wo Ihre Großmutter gelebt hat. Alle Schiffe haben auch ein Expeditionsteam und professionelle Guides an Bord, so wie mich. Und wir haben eine Mission an Bord, Ihre Erfahrung zu bereichern, indem wir Sie Schulter an Schulter nehmen zu Ihren Erfahrungen in norwegischer Natur, der Tierwelt, den Naturphänomenen und der Kultur. Durch Führung, Geschichten erzählen und Vorträge, aber auch durch Ausflüge, Wanderung im Friluftsleaf-Stil, dem norwegischen Draußensein, wie wir es auch mit Friluftsleaf bezeichnen. Wir werden unser Wissen und unsere Leidenschaft mit Begeisterung mit Ihnen teilen. Und um ein bisschen mit unseren fantastischen Kapitänen zu prahlen, jedes Jahr navigieren unsere Kapitäne eine Gesamtstrecke von 660 Seemeilen entlang der norwegischen Küste. Das macht sie in diesen Gewässern zu einzigartig erfahrenen und sicheren Seeleuten. Safety first! Wir schaffen auch Arbeit für viele Kooperationspartner entlang der norwegischen Küste. Zunächst haben wir mit der Einführung von Ausflügen entlang der norwegischen Küste begonnen. Auf diese Weise konnten unsere Gäste noch mehr in die norwegische Natur, Kultur und Geschichte eintauchen. Heute bieten wir das ganze Jahr über mehr als 90 Ausflüge entlang der Küste an. Und dabei setzen wir stets auf lokales Fachwissen, um sicherzustellen, dass unsere Gäste authentische Erlebnisse haben. Das ist eine Menge Arbeit für viele Menschen. Darüber hinaus haben wir unser Konzept der lokalen Küche, Norwegens berühmte Küstenküche. Die meisten Zutaten, die wir in unseren Restaurants an Bord servieren, wie Kabeljau, Jakobsmuscheln und Seesaibling, stammen direkt aus dem Meer. In 15 unserer Anlaufhäfen erhalten wir lokal produzierte Meeresfrüchte. Eier, Geflügel, Milchprodukte, Senf, Sirup, Salz, Pilze, Beeren und Gemüse. Immerhin von mehr als 50 verschiedenen Kleinproduzenten.
Alles wird direkt an Bord der Schiffe geliefert, was nebenbei bemerkt den Transportweg von Lebensmitteln von der Produktion zum Konsumenten erheblich reduziert und die Nutzung der Hafenanlagen optimiert. Diese frischen lokalen Lebensmittel sind natürlich ein Genuss für unsere Gäste, aber sie verbessern auch das Reiseerlebnis, erzeugen positive Effekte in den lokalen Küstengemeinden und inspirieren zu tollen Geschichten über die Orte, die wir besuchen. Unser mehr als 125-jähriges Abenteuer entlang der norwegischen Küste ist wirklich unvorstellbar. So viel kann ich Ihnen sagen. Wir freuen uns darauf, Sie bald auf einem unserer Hurtigruten-Schiffe begrüßen zu dürfen. Norwegen, Schiff ahoi! Meine Damen und Herren, wir haben viele Fragen bekommen an das Expeditionsteam und eine der Fragen lautet unter anderem, kann ich im Oktober in Tromsø das Nordlicht sehen? Und die Antwort ist, ja. Nordlichter kann man zwischen Oktober und März in der Regel in Nordnorwegen und damit auch in Tromsø sehen. Frage, ist die norwegische Sprache schwer zu erlernen? Die Antwort ist, die norwegische Sprache gehört zu den nordgermanischen Sprachen und mit unserem Deutsch, was ein Teil des germanischen Sprachstammes entspricht, haben wir einen relativ leichten Zugang. Das haben die Niederländer, das haben die Anglosachsen. Von daher ist es relativ leicht. Die größten Anleihen neben der englischen Sprache kommen aus dem Plattdeutschen, aus der Hansezeit, als die Hanseaten Plattdeutsch mit nach Bergen brachen. Und von daher haben sie einen guten Zugang. Natürlich sind die Dialekte sehr unterschiedlich und da müssen sie vielleicht ein wenig dran arbeiten, aber mit viel linguistischer Neugierde können sie der norwegischen Sprache mächtig werden. Frage, was ist eigentlich die Geschichte hinter den roten angemalten Häusern in Norwegen? Man sieht sehr viele dieser roten angemalten Holzhäuser in Norwegen. Das Ganze fängt eigentlich im 17. Jahrhundert an. Man lässt sich inspirieren von den kontinentaleuropäischen Backsteinhäusern, die alle rot offenbar sind. Und die gelb und roten Pigmente waren die billigsten Farbzusätze in Norwegen, und so dass auch arme Leute diese rote Farbe benutzen konnten. Es sind auch nicht nur Häuser, es sind viele Scheunen, viele andere Farben gibt es natürlich auch, aber die rote Farbe ist eine ganz markante und hat natürlich mit der leichten Erschwinglichkeit dieser Farbpigmente zu tun. Frage, wie hat sich die Leidenschaft des Wanderns in Norwegen historisch entwickelt? Und die Antwort, das hat natürlich viele Ursachen, aber zunächst der Norweger per se als Fischer, Bauer in entlegenen Regionen. Denken Sie daran, dass nur 3,5% der Landfläche für die Landwirtschaft nutzbar ist. Die sind in die Weiten der Fjells hinausgegangen, gewandert. Sie haben aber zweckorientiert handeln müssen. Sie haben jagen müssen. Sie haben Bären pflücken müssen. Diese Zweckorientiertheit hat Norweger in die Natur über Jahrhunderte gebracht. Das hat sich wie eine DNA weiterentwickelt. Aber dazu hat sich auch das ästhetische Ideal dazu gesellt. Der Nationalromantismus hat dort sicherlich beigetragen, denn die ethische Verklärung von romantischer Natur in Norwegen war ein wichtiges Ideal auch für die städtischen Norweger ins Norwegen des 19. Jahrhunderts hineinzugehen. Und so hat man dort mehrere Facetten, die Norweger immer heute noch beeinflussen. Frage, was trägt man im Monat März in Norwegen? Und die Antwort, tja, früher Frühling in Südnorwegen, noch Winter in Nordnorwegen, ziehen sich warm an, es gibt immer noch Temperaturen unter Null. Frage, wie ist die norwegische Kultur? Und die Antwort, tja, das ist eine sehr große Frage, aber wenn Sie mich fragen würden, würde ich sagen, dass die norwegische Kultur sehr egalitär definiert ist. Das hat viel mit den sozialdemokratischen Traditionen Norwegens zu tun. Es hat viel damit zu tun mit der Besiedlungsart der norwegischen Täler, dass es einen sozialen Individualismus gab. Das heißt, das Ich war wichtig, aber auch das Wir. Und somit hat man auch eine Gleichheit in der norwegischen Kultur, die sehr speziell ist. Norweger sind durch eine Demut, einen Respekt zur Natur und miteinander bekannt.
Das Jante-Gesetz, man soll nicht glauben, dass jemand ist, bedeutet, dass es eine Art skandinavisches Understatement gibt, das sehr definierend ist für die norwegische Kultur. Die wilhelminische Titel- und Prunksucht ist nicht stark vertreten, die wir vielleicht aus deutschsprachigen Kulturkreisen kennen. Und auch die norwegische Familie in dem Kulturgeschehen Norwegens spielt eine sehr, sehr große Rolle. Frage: Welche Dinge sollte man in Norwegen sich anschauen, wenn man mit Hurtigruten nach Norwegen kommt? Tja, das ist eine sehr schwere Frage. Meine Top-Liste wären bestimmte Destinationen. Für mich sind es zum Beispiel die Helgelandküste, aber auch der Küstenabschnitt der Vesterålen und den Lofoten. Norwegen am 17. Mai, dem Nationalfeiertag, mit vielen Umzügen und Schulkindern unterwegs mit norwegischen Flaggen, ein sehr spezielles Erlebnis. Aber auch das Winter-Norwegen, das sie sich nicht entgehen lassen sollten, das wär meine Top-Liste. Frage: Wann ist die beste Zeit für einen Besuch in Norwegen? Ja, da gibt es das ganze Spektrum an Antwort, meine Damen und Herren, je nachdem, was Sie suchen. Lange, helle Sommernächte, das wäre für Sie die Sommerzeit, oder die dunkle, lange Polarnacht mit fast über 100 Tagen in Nordnorwegen. Sie suchen sich aus, für welche Saison für Sie am besten passt. Kommen Sie zum Beispiel im April und Mai, haben Sie mehrere Jahressaisons. Das heißt, Sie werden sowohl den Frühling erleben, aber auch noch den Winter, wenn Sie innerhalb von 5 Tagen sich von Bergen in Richtung Nordnorwegen bewegen. Ein sehr variiertes Erlebnis. Sie haben die Qual der Wahl. Die Frage: Wie lang ist die norwegische Küste eigentlich? Die Antwort: Ja, wenn Sie die ganzen Buchten und Fjorde mit hineinnehmen in die Rechnung, dann sind Sie bei einer Basislinie ungefähr bei 2530 Kilometern. Aber die Gesamtlänge mit allen Inselchen eingeschlossen, da landen Sie ungefähr bei 100.900 Kilometern. Und damit ist die norwegische Küstenlinie die zweitlängste neben Kanada. Frage: Werden norwegische Gewässer von russischen U-Booten kontrolliert? Tja, die Antwort, meine Damen und Herren, diplomatisch wie ich bin, ich weiß es nicht, aber man sollte wissen, dass die norwegischen Gewässer an Russland grenzen, in der Barentssee, und es regelmäßige Manöver der russischen Marine in der Tat gibt. Frage: Was macht ein Norweger zu einem Norweger? Tja, meine Beobachtung von meiner deutschen Warte her, ich würde sagen, dass die Beziehung zur Natur einer der zentralen Definitionsmomente sind, dieser eigenartigen, wenn Sie wollen, oder einzigartigen norwegischen Identitätsfindung. Es ist natürlich auch eine sehr starke Sprachidentität, die sich entwickelt hat durch die Isolierung der Skagerrak, der eigentlich die kontinentaleuropäischen Einflüsse von Norwegen über viele Jahrhunderte sozusagen abgewandt hat, hat sich eine eigene Dynamik, eine eigene Sprachdynamik entwickelt, die natürlich sehr speziell ist. Aber was ein Norweger zum Norweger ausmacht, da fragen Sie mal jeden einzelnen Norweger, wenn Sie hier auf den Hurtigruten-Schiffen unterwegs sind. Frage: Was ist meine wertvollste Erfahrung auf den Reisen mit Hurtigruten-Schiffen entlang der norwegischen Küste? Die Antwort: Ich glaube, dass wir das Privileg haben, in Regionen vorzustoßen, die selbst Norweger nicht unbedingt erreichen können. Deshalb unsere Gäste, die wir mitnehmen auf die Wanderung, ich denke zum Beispiel an die Fram, wo wir in den Geiranger Fjord gefahren sind, zu einem abgelegenen Bauerngehöft gewandert sind, Skagefloh. Das sind sehr spezielle Erlebnisse und ein wahnsinniges Privileg, das wir mit Ihnen als Expeditionsteam teilen dürfen. Von daher aus Erinnerung: Kommen Sie mit auf solch abgelegene Wanderung mit dem Expeditionsteam. Frage: Mögen Norweger die Gäste von Hurtigruten? Und die Antwort: Ja klar, mögen die Norweger die Gäste von vielen Ländern. Wir sind ja aus allen Herren Ländern, wenn wir nach Norwegen auf Hurtigruten-Schiffen kommen. Ich glaube, das Einzige, was man nicht mag, sind Gäste, die Müll hinterlassen. Aber das ist gesunder Menschenverstand. Da haben wir, glaube ich, alle für Verständnis. Aber Norwegen ist ein herzliches Land, und Sie werden es merken, wenn Sie mit Norwegern im Nahkontakt sind. Kommen Sie nach Norwegen, ein herzliches Land.
Frage, wie ist es, einen arktischen Winter zu durchleben? Die Antwort, im arktischen Winter ist es tagsüber sehr dunkel, aber mit der Rückkehr des Februars und dem Beginn der Dämmerung werden die Tage spürbar länger und heller. Und sie lernen eigentlich mit dem Tageslicht umzugehen. Sie setzen Prioritäten, sie werden Aktivitäten haben wie Skifahren, sie werden sehr sozial sein mit ihren Freunden, mit ihren Familienmitgliedern. Sie gehen einfach sehr proaktiv mit dieser dunklen Zeit um. Die Frage, muss man Waffen tragen, wenn man die Siedlung aus Svalbard verlässt? Ja, in der Tat, sie werden viele Guides erleben, die bewaffnet sind. Sie werden dort begleitet auf ihren Landgängen mit bewaffneten Guides. Das hat viel mit den 3000 Eisbären zu tun, die es auf Svalbard gibt. Und in einigen Fällen haben wir sehr nahen Kontakt mit Eisbären bei unseren Anlandungen. Frage: Können wir auf unseren Hortigruten-Expeditionen auch den Bärenberg-Vulkan auf Jan Mayen sehen? Und die Antwort? Ein paar Mal im Jahr auf unserem Weg von Island nach Svalbard via Jan Mayen oder auch entgegengesetzte Richtung können wir an nebelfreien Tagen allerdings nur auf den Bärenberg-Vulkan sehen. Frage: Was würde eigentlich passieren, wenn Norwegen kein Öl mehr hat? Antwort? Tja, das ist eine Frage, die viele moderne Norweger interessiert. Es gibt eine rege Debatte, was ein Norwegen ausmacht, nachdem Öl als Ressource nicht mehr genutzt werden kann und darf vielleicht. Es gibt sehr viele Pläne, viele politische Pläne nach der Zeit des Ölreichtums mit neuen nachhaltigen Lebensstilen, aber auch Wirtschaftszweigen sich behaupten zu können. Da gibt es eine rege Diskussion. Es gibt besonders viel Investitionen in nachhaltigen Energiequellen und Energietechniken, die zurzeit in Norwegen pioniert werden. Von daher gibt es dort eine rege Debatte und einen regen Diskurs.